willkommen, wie versprochen, zu Teil 2 meiner Bookshelf-Tour. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Auf geht's! Dann habe ich hier meine winzig kleine Auswahl an Romance und New Adult. Man sieht schon, das war bis vor kurzem nicht so mein Lieblingsgenre. Das ist, glaube ich, alles, was ich tatsächlich besitze in dem Genre. Geht los mit Das Lächeln der Frauen von Nicolas Barrault. Fand ich aber sehr toll wegen des Settings in Paris. Dann Elke Heidenreich und Bernd Schröder mit Alte Liebe ist ein ganz, ganz tolles Buch, sehr kurzweilig, wunderschön geschrieben, geht eben um ein älteres Ehepaar, sehr schön. Dann Feeling Close to You von Bianca Iosivoni hat für mich ja New Adult so ein bisschen gerettet. Daneben Feel Again von Mona Kasten hat es wieder zerstört, ich fand es gar nicht gut, genauso wenig wie Save Me. Someone Else von Laura Kneidel fand ich dafür wirklich, wirklich richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen und lese ich auch weiter. Daneben steht noch Crazy Rich Asians von Kevin Kwan. Ist auch der Auftakt einer Reihe, die ich sehr, sehr gut fand. Die anderen Bände sind mir aber momentan noch viel zu teuer. Und auch schon aus dem Urlaubsvideo bekannt, mit dir an meiner Seite von Nicholas Sparks. Für immer mein Lieblingsliebesroman. Hier geht es weiter mit Sachbüchern und wahren Geschichten und so einem Kram. Da habe ich zum einen Der Letzte macht den Mund zu von Michael Buchinger stehen, ist von einem YouTuber, also Michael Buchinger ist ein YouTuber, für alle, die den nicht kennen, und eben auch ein Autor und Blogger, der schreibt unter anderem für Weiß und das ist so eine gesammelte Auswahl seiner Artikel und Geschichten, die er so im Alltag erlebt, ganz lustig geschrieben, fand ich sehr gut und auch nicht so blöd Influencer-mäßig, hat mir sehr gut gefallen. Dann The Modern Breakup von Daniel Chidiak. Habe ich auch zugeschickt bekommen, hat mir aber leider gar nicht gefallen, ist ein Liebesratgeber, fand ich nicht gut. Dann daneben Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert, hat mir dafür umso mehr gefallen, fand ich ganz, ganz toll. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen, ist ja auch verfilmt worden, tolles Buch. Dann habe ich hier noch Mit Jack an meiner Seite von Karen Novello und Ginny Graves, ist über Tierschutz und Tierrettung, wunderschönes Buch, hat mir sehr gut gefallen. Simon und ich geht es um das Gleiche von John Katz, aber hier mit einem Esel als Paradebeispiel. Total niedlich, fand ich ganz, ganz toll. Dann ein Buch, das ich zur Konfirmation bekommen habe damals von Margot Käßmann, Was ein Leben trägt, habe ich noch nicht gelesen, muss ich in einem spirituellen Moment mal machen. Dann habe ich hier drei Bücher von damals noch SMS von gestern Nacht, heute heißt es ja Chat von gestern Nacht. Ist einfach nur eine Sammlung von, ob erfundenen oder wahren, weiß ich nicht, Chats aus Partynächten. Ist ganz lustig, kann man gut lesen. Habe ich als Teenie gelesen, fand ich sehr lustig. Dann habe ich hier Einfach schön von Karin Probst, ist ein Ratgeber über Make-up und Schminke und Hautpflege. Habe ich auch als Teenager gelesen, ich hatte nämlich extreme Hautprobleme, hat mir damals aber nicht so wahnsinnig geholfen. Dann steht hier noch Panikherz, die Autobiografie von Benjamin von Stuckrad-Barre. Verzeih mir, dass ich deinen Namen nicht richtig aussprechen kann. Großartig, auch wie er sein Leben anhand von Udo Lindenberg hochzieht quasi, fand ich ganz, ganz toll, habe ich verschlungen. Und es hat einen wunderschönen grünen Buchschnitt, sowas liebe ich ja auch. Daneben steht Kennt man dich von Timon aka Klängern. War okay, ist auch wieder ein YouTuber-Buch, fand ich jetzt ganz lustig, aber jetzt nicht so übertrieben krass gut oder so. Dann habe ich hier noch das Inuyasha Artbook, ist so ein Behind-the-Scenes quasi von dem Entstehungsprozess des Inuyasha-Mangas. Habe ich auch als Teenager gelesen und fand es ganz toll. Dann die Autobiografie von Otto Walkes, Kleinhirn an alle. Otto Walkes ist der einzige richtige Fandom, den ich pflege. Ich habe sogar ein gerahmtes Foto mit ihm und mehrere signierte Gegenstände. Entsprechend fand ich die Biografie auch super interessant und total spannend. Und dann habe ich hier noch das ABC-Musik, die allgemeine Musiklehre, stehen. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwann mal das Bedürfnis, Musiktheorie zu lernen, aber ich habe ganz schnell gemerkt, das liegt mir gar nicht. Und jetzt geht es weiter mit meinen größten Schätzen, nämlich mit der Fantasy-Abteilung. Die füllt hier schon ein ganzes Regal fast. Auch wieder alphabetisch, aber hier habe ich mich noch ein bisschen gestalterisch ausgelebt. Es geht los mit Alhambra von Kirsten Boje, geht um Zeitreisen, ist ganz, ganz, ganz toll, habe ich verschlungen, mehrmals sogar. Dann die House of Night, oder alles, was ich aus der House of Night Reihe besitze. Ich habe bei Ungezähmt aufgehört, die letzten Mal habe ich auf Englisch gelesen. Fand ich gut, hat mir sehr gut gefallen, aber irgendwann bin ich aus der Reihe irgendwie rausgewachsen und habe sie nicht weitergelesen. Dann Altera von Maxime Chatham. Auch eher unbekannt, finde ich, verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit, fand ich ganz, ganz toll.
Dann Ready Player One von Ernest Cline, muss ich glaube ich nichts zu sagen, das ist das Science-Fiction-Buch überhaupt für mich. Diese Oasis ist meine absolute Traumwelt und auch hier ist der Film sehr empfehlenswert. Daneben steht die gesamte Panem-Reihe, die auch zu meinen Herzensreihen gehört. Finde ich ganz, ganz toll. Auch das Prequel fand ich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier Die Verlobten des Winters von Christelle Dabus. Das ist der erste Teil der Spiegelreisenden-Reihe. Fand ich eher so mittelmäßig. Fand die Protagonistin total ätzend und werde die Reihe deswegen vielleicht irgendwann mal weiterlesen, aber jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis. Dann habe ich hier Inferno, das ist aus der Star Wars Reihe Wächter der Macht. Der habe ich so häppchenweise immer mal wieder gelesen und finde sie total gut. Dann geht's los mit Cornelia Funke. Hier fängt an Drachenreiter, finde ich wunderschön. Inkspell, das ist Tintenblut, der englische Originaltitel. Die anderen Teile der Reihe muss ich mir auch unbedingt mal auf Englisch besorgen. Und dann stehen hier noch Reckless Band 1 und 2. Reine Coverkäufe, aber auch fantastische Bücher. Der dritte Band, der kommt später noch hier. So, jetzt haben wir es hier uns ein bisschen schön gemacht. Hier habe ich Tintenherz, Tintenblut und Tintentod. Meine absolute Lieblings-Fantasy-Reihe nach Harry Potter aufgereiht. Ich liebe die Cover, die verbergen für mich auch ganz, ganz viele tolle Erinnerungen. Deswegen habe ich die hier so ausgestellt. Finde ich, sieht auch sehr schön aus. Und dann geht es weiter mit Kerstin Gier und auch die Silberreihe. Ist für mich eine totale Herzensreihe und deswegen habe ich auch die hier so ausgestellt und auch, weil sie sehr schöne Cover hat, muss ich sagen. Liebe ich auch sehr. Finde ich auch noch besser als die Edelstein-Trilogie, die hier übrigens fehlt, weil sie noch in einer Kiste in meiner alten Wohnung steht, die nicht mehr in den Umzugswagen gepasst hat. Zu viele Bücher. Hier unten geht es jetzt weiter mit Sword Art Online, der Light Novel, den ich ja mittelmäßig fand, war nicht so gut. Ich glaube, ich bin auch einfach nicht so der Fan von Light Novels, muss ich sagen. Es ist mir zu viel Arg und Ergs in Textform. Das gefällt mir nicht so gut. Das ist als Comic deutlich besser. Daneben steht die Im Schatten des Fuchses Reihe. Den letzten Teil habe ich zugeschickt bekommen. Vielen Dank, lieber Heine Verlag. Großartige Reihe, eins meiner Highlights dieses Jahr, fand ich ganz, 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 ganz toll, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier noch ein Highlight aus diesem Jahr, nämlich Herz aus Stern von Nino Kerl, aka Ninotago TV. Auch wieder ein YouTuber-Buch, aber eindeutig das Beste, das ich bisher gelesen habe. Ganz, ganz toller Roman, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier Band 1 der Throne of Glass-Reihe, fand ich, oh, okay, steine ich mich bitte nicht, aber ich lese die Reihe weiter. Ich habe auch später Band 2 noch hier stehen. Dann habe ich hier Game of Thrones Teil 1 sozusagen, die Bände 1 bis 4 und daneben noch die Sammelbände 3 und 4, die quasi Bände 5, 6, 7 und 8 sind. Finde ich sehr gut, die Reihe hat bei mir ein bisschen Zeit gebraucht, aber jetzt lese ich sie auf jeden Fall zu Ende. Fehlt ja auch nur noch einer der Sammelbände, den seht ihr auch gleich noch. So, hier geht es weiter mit Der fließenden Königin von Kai Meier. Hier habe ich ein bisschen gepfuscht, weil es nicht anders gepasst hat. Die Fließende Königin ist eine der besten Reihen, die ich kenne. Überhaupt liebe ich sehr. Ich liebe das Setting. Die Figuren sind ganz toll. Und Kai Meier hat mich damit für sich so ein bisschen gewonnen. Daneben steht Wie die Monde so silbern von Marissa Meier. Ist der erste Band der Luna Chroniken. Fand ich großartig. Ist ein heißer Anwärter aufs Jahreshighlight. Hab auch den zweiten Band schon hier, bin ich total gespannt drauf, will ich weiterlesen, ganz, ganz dringend. Ich habe gepfuscht, denn hier geht es weiter mit Kai Meier, es hat aber nicht anders gepasst. Die Seiten der Welt, nicht so gut wie Die fließende Königin, trotzdem absolut fantastisch, finde ich sehr, sehr gut. Dann noch ein Meier, nämlich Stephanie mit Eclipse, das ist Bis zum Abendrot. Ich habe die deutschen Versionen der Biss-Reihe noch bei meinen Eltern stehen und hole die nächste Woche und muss dann mal wahrscheinlich das ganze Ding schon wieder umsortieren, aber... Ja, über die Reihe musste ich mehrmals nachdenken in letzter Zeit und dann mache ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber. Mal gucken. So, dann habe ich hier Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Das ist ja der Mann mit den 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Ein großartiger Schreiber. Ich habe selten so eine schöne Geschichte gelesen. Wundervoll. Dann geht es weiter mit Das sternlose Meer von Aaron Morgenstern. Habe ich auch zugeschickt bekommen. War total schön gemacht irgendwie, hat mir aber nicht so gefallen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Das hatte so einen doppelten Boden, der mir nicht so klar geworden ist. Daneben steht Eragon von Christopher Paolini. Der erste Teil ist es, glaube ich, das Vermächtnis der Drachenreiter. Ich habe die Reihe auch nicht zu Ende gelesen, sondern nur den Band. Der hat mir so mittelmäßig gefallen. Ich will ihm aber nochmal eine Chance geben.
Und dann kommen wir hier zu meinen heißesten Schätzen, nämlich meiner Auswahl an Harry Potter. Ich schiebe hier mal das nochmal kurz zur Seite, das kommt dann gleich. Band 1 bis 8. In verschiedenen Ausgaben, mir war das bei Harry Potter tatsächlich damals überhaupt nicht wichtig, ich wollte nur so schnell es geht weiterlesen. Wenn die irgendwann mal zerfallen, besorge ich mir eine einheitliche Ausgabe, aber bis dahin müssen die herhalten. Und ich finde es auch irgendwie schön, weil jedes davon jetzt eine Geschichte hat in meinem Leben. Und daneben dann noch Band 5 und 8 auf Englisch. Ich habe gerade heute eine Medimops-Bestellung abgeschickt mit den restlichen englischen Büchern, habe nämlich beschlossen, dass ich die nochmal komplett auf Englisch lesen würde. Bisher habe ich nämlich nur die beiden auf Englisch gelesen. Und davor steht seit 3 Tagen die Edit-Ausgabe von Teil 7, auch auf Englisch, habe ich aber noch nicht auf Englisch gelesen. Finde ich wunderschön, dieses Cover. Ich habe auch noch ein paar mehr, Gott sei Dank, aus der Edition ergattern können. Ja, bei Harry Potter muss ich generell, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist einfach die Herzensreihe überhaupt. Ich werde nie eine Buchreihe mehr lieben als diese. So, und jetzt sind wir schon in den letzten 2 Fächern angekommen, nämlich bei meinem Sub, der aktuelle. Das geht los mit einem Sachbuch, Panikattacken loswerden. Ich habe gelegentlich damit mal Probleme gehabt und wollte das einfach nochmal lesen. Dann, wie schon oben erwähnt, glaube ich, Das verlorene Symbol und Origin von Dan Brown. Muss ich beide noch lesen, habe ich vor in nächster Zeit, weil ich die Reihe endlich mal beenden will. Daneben Wege ihrer Sehnsucht von Fiona Davis habe ich mal im Bahnhof gekauft und dann nicht gelesen, weil ich dann im Zug geschlafen habe. Love Letters to the Dead von Ava Delaria. War schockverliebt in den Klappentext, will es unbedingt lesen, bin nur noch nicht dazu gekommen. Blackout von Mark Ellsberg ist auch so ein Buch, das ich nachholen möchte. Bin ich auch noch nicht zugekommen, genauso wie bei Fitzek, Passagier 23. Irgendwie ist mir auch gerade wieder nicht so nach Thrillern, muss ich sagen. Dann Die Stunde der Liebenden von Lucy Foley habe ich bei meinen Eltern gefunden und dachte, naja, klingt so nach entspannt für den Sommer. Hier habe ich dann den 3. Teil der Reckless-Reihe. Die Reihe habe ich nämlich damals nicht beendet, weil der 3. Teil noch nicht erschienen war. Muss ich unbedingt mal nachholen. Bin total gespannt drauf. Dann habe ich auf dem Flohmarkt erworben letztens Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer, ist ja ein totales Hype-Buch gewesen damals. Sogar so weit, dass Casper einen Song danach benannt hat, der übrigens ganz, ganz fantastisch ist. Bin ich sehr gespannt drauf. Und da war die Kamera aus, wir machen nochmal weiter. Hier geht's los mit Whisper Island, Sturmwarnung von Elizabeth George. Das habe ich bei meinen Eltern gefunden, wurde mir wohl mal geschenkt, ich habe es nie gelesen. Muss ich nachholen, weil das Cover ist unfassbar schön. Daneben habe ich auch auf dem Flohmarkt gefunden, Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ich traue mich nicht so richtig dran, weil John Green ja dieses Kitsch-Image hat so ein bisschen. Und ich fand Margos Spuren so toll und will es mir eigentlich nicht kaputt machen, aber ich werde es trotzdem mal lesen. Dann habe ich hier noch Rache Sommer von Andreas Gruber. Habe ich auch im letzten Neuzugänge-Video ja schon vorgestellt. Ist ein Thriller, bin mal gespannt. Daneben Khaled Hosseini mit Traumsammler. Ich wollte unbedingt mal wieder was von ihm lesen, habe mir das bestellt und es bisher noch nicht gelesen. Möchte ich aber gerne machen. Für alle, die den nicht kennen, das ist der mit Drachenläufer, das ja absolut großartig ist. Daneben steht Someone New von Laura Kneidel. Das muss ich unbedingt noch lesen, bevor der letzte Teil erscheint. Und da bin ich auch total gespannt drauf, weil ich ja dank meinem Talent für Companion-Reihen schon weiß, worum es ungefähr geht und bin sehr gespannt, wie sie das umgesetzt hat. Dann Marie Kondo, Joy at Work, Aufräumen im Büro. Im Moment bin ich im Homeoffice, deswegen kratzt mich das gerade nicht so, aber bevor ich wieder zurück ins Büro muss, muss ich das unbedingt lesen. Dann habe ich hier noch einen Donna Leon, den ich noch lesen muss, nämlich Heimliche Versuchung, auch wieder aus der Brunetti-Reihe. Daneben steht die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Ich habe die Geschichte des Wassers zuerst gelesen, fand es sehr gut und die Geschichte der Bienen soll ja noch besser sein. Von daher bin ich sehr gespannt drauf. Ich traue mich aber gerade nicht so, weil ich so ein wahnsinnig beklemmendes Gefühl danach hatte. Da ist mir irgendwie gerade nicht so nach. Dann habe ich hier Throne of Glass Band 2, Kriegerin im Schatten. Ich habe ja gesagt, ich lese es weiter. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und hier steht mein letzter 1000-Seiten-Wälzer, nämlich Game of Thrones Band 5. Also Sammelband 5, es sind natürlich Band 9 und 10 und da traue ich mich mal ran, wenn ich Urlaub habe, weil ansonsten schaffe ich den, glaube ich, einfach nicht in unter 3 Monaten. Sub, die letzte, hier steht noch Beautiful Liars von Catherine McGee, habe ich reduziert bekommen
und gedacht, nehme ich mal mit, klingt ganz interessant. Daneben steht Don't Let Me Down von Ella McQueen. Habe ich auch im letzten Neuzugänge-Video schon erwähnt, ist meine erste Self-Publisherin, bin ich sehr gespannt drauf. Dann, ich habe es schon angekündigt, hier steht Wie Blut so rot von Marissa Meyer. Das ist der zweite Band der Luna-Chroniken, den werde ich sehr bald lesen, denn ich sagte es ja schon, ich bin total hyped auf die Reihe. Dann habe ich hier noch Seelen von Stephanie Meyer. Das ist so ein Back-to-Sub-Ding, ich habe es mal halb durchgelesen und fand es ja okay. Jetzt gebe ich ihm nochmal eine Chance. Daneben steht The Hate U Give von Angie Thomas. Ist ja auch totales Hype-Buch, passt sehr gut zur aktuellen Situation und deswegen will ich es auch sehr bald lesen. Dann habe ich hier noch Erebos von Ursula Poznanski. Das gehört mir gar nicht, das habe ich mir von meinem Bruder ausgelesen. Sorry an dieser Stelle, du kriegst es bald zurück. Ja, muss ich aber vorher natürlich lesen. Also will ich gerne mal nachholen. Ist auch wieder sowas, was ich verpasst habe. Dann, oh, auch ausgeliehen von meiner Mutter, Die Gottessucherin von Peter French. Keine Ahnung. Ist ein historischer Roman, bin ich irgendwie auch noch nicht zugekommen. Reizte mich auch nicht so im Moment, aber ich würde es gerne noch lesen, weil die Thematik klingt sehr spannend. Dann habe ich hier noch Komisch alles chemisch von Mighty Nguyen Kim. Dieser Name macht mich fertig. Von MyLab. auch wieder von einer YouTuberin. Diesmal geht es aber tatsächlich um Chemie und das finde ich total spannend. Ich liebe Mais Videos und wenn das Buch nur ansatzweise so gut ist, ist es sehr gut. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich hier noch die gesamte Herr-der-Ringe-Trilogie stehen. Ja, ich weiß, ich habe sie noch nicht gelesen. Tut mir sehr leid. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal schauen, wie das wird. Ja. Und als allerletztes, auch ausgeliehen von meiner Mutter, Maria Stewart von Stefan Zweig. Ich sagte ja schon, die Schachnovelle hat mir sehr gut gefallen. Das ist, glaube ich, die Biografie von der Mary Stewart, ne? Bin ich auch sehr gespannt drauf. Hatte ich aber auch irgendwie noch nicht so die Zeit und die Muße für. Ja. Und das war's. Ja, das war's. Das ist der Status Quo, mein Bücherregal im Juli 2020. Wir sehen mal, wo das hinführt und was nächstes Jahr aus diesem Regal geworden ist. Ob vielleicht das Regal dann neben mir da auch noch voll ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal für mehr Videos. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Sonntag. Macht es gut. Ciao.